Zu Beginn verwenden wir die Töne des D-Moll 7-9 Akkordes. Das sind die Töne D, F, A, C und E. Nun versuchen wir mit diesen Tönen rhythmische Muster aufzubauen. Spiegeln zum Beispiel die Töne hintereinander, so wie sie im Akkord vorkommen. Wir wiederholen Töne, variieren sie rhythmisch und tauschen einzelne Töne aus, indem wir sie nach unten oder oben oktavieren. Im Weiteren versuchen wir, die Töne in verschiedensten Gruppierungen aneinander zu reihen. Mit den Tönen der dorischen bzw. mixolydischen Tonleiter zu verbinden. Versuche im Weiteren innerhalb der Tonleiter verschiedene Strukturen wie leitereigene Terzen, Quarten und so weiter, leitereigene 3- und 4-Klänge oder Pentatonik zu verwenden. Tonleitern können auch von verschiedenen Tönen aus in unterschiedlichen Längen gespielt werden. Verwende bewusst Intervalle als Bausteine für neue Motive und Melodien. Aus dieser Fülle von kompositorischen Angeboten lassen sich nun wunderbare Improvisationen aufbauen.